Maintenant, mesdames et messieurs, vous allez voir la sensation unique, le saut de la mort de Francis Doria. Tolles Publikum, diese Franzosen. Ich hätte nie gedacht, dass wir so gut ankommen. Meine Hände fangen wieder an aufzuplatzen. In London mal so schön verheilt. Hoffentlich halten Sie durch. Deine Passage war viel zu spät heute. Es ist reiner Zufall, dass ich Sie noch erwischt habe. Ich weiß, irgendetwas war auf der Brücke mit Lona. Er war abgelenkt. Nun, so viel vergeht. Dann müssen wir das morgen noch mal probieren. Warte, ja, warte. Wo ist denn Carlo geblieben? Ich weiß es nicht. Ja. Na, wie ist es? Ach, Carlo. Ah, oh, es geht so. Du bist ja noch nicht umgezogen. Na du, solange ich die Bandagen tragen muss, kann ich doch nichts Ausgeschnittenes anziehen. Wenn es so weitergeht, werde ich mir sowieso bald ein neues Kostüm zulegen müssen. So denn? Ach, du kennst nicht die Küsse meiner Liebhaber. Na ja, guck mal. Das war Aki vor einem Jahr in Brüssel. Das da hinten, das war Kostja der Sibirier. Wir hatten ein kleines Missverständnis. Das war ich. Hallo, Carlo. Du bist ja noch viel gefährlicher als meine Tiger. Nur keine Angst, ein dreifacher Großpapa. Na du, so ganz traue ich dir da noch nicht. Aber schön, dass ihr mich wenigstens ein bisschen vermisst habt in London. Und wie, und ich besonders. Ja? Aber nach dem blumigen Empfang zu urteilen, unser Herr Direktor wohl auch, hm? Das Ganze war ein bisschen lahm. Du, das ist immer so, wenn ein Ersatz mal einspringt. Das würde mir genauso gehen. Der Hafner ist ein guter Mann, aber er hat in letzter Zeit hauptsächlich mit Löwen gearbeitet oder mit einer gemischten Gruppe, ja? Und so was merkt man natürlich. Hallo! Helmut, mein Kleiner! Oh, schön! Auf den Arm kann ich dich noch nicht nehmen, wieso heil ist die Schulter noch nicht. Ach, ich freue mich so, dass du wieder da bist. Ich mich auch. Geht's dir gut? Zahnschmerzen. Ach. Jetzt sag bloß, du warst immer noch nicht beim Zahnarzt. Das hat doch schon in München angefangen. Jedes Mal, wenn ich mir vornehme, ich gehe zum Arzt, dann sind die Schmerzen auch weg. Ach. Und dann verschiebe ich es natürlich wieder. Mhm. Ja, ich kenne ja noch jemanden, der furchtbar feige ist, wenn er zum Zahnarzt muss. Wer? Ich. Na, ja, so schön. Wenn ihr jetzt hier seid, na, komm, komm. Ja. Na, komm, weiter. Ja, komm. Na, dann mach doch Zeit. Oh, jetzt noch einmal. Komm, komm. Komm, bleib und jetzt ab. Komm. Ja.
Sag mal, Lilly, hast du schon in die Zeitung geguckt? Nein, warum? Ich hab dir doch in Amsterdam geraten, Wilson United zu kaufen. Ja? Weißt du, wie die jetzt stehen? Ach, etwa gestiegen? 620 und nachbörslich immer noch mit Plus angekündigt. Oh. Das macht für dich bei 200 Stück circa 4000 Mark Gewinn. Du bist ein Genie. Danke. Sag mal, Helmut, was heißt so deine Tipps? Nur an schöne Frauen und Direktoren oder könnte auch mal ein einfacher Artist gelegentlich? Mal. Mensch, Carlo, für dich tue ich doch alles. Wie viel willst du anlegen? Oh, Tausender, klein Tausender. Aber meine Familie darf nichts davon erfahren. Mein lieber Carlo, ich glaube, das lassen wir lieber. Stell dir vor, du verlierst bei dem Geschäft. Ich glaube, es würde dir das Herz brechen. Aber jetzt gute Nacht sagen. Sascha, Biggie möchte dir gute Nacht sagen. Gute Nacht, Biggie. Schlaf schön. Ich kann doch noch gar nicht schlafen. Bleib doch, du hast doch noch Zeit bis zum Finale. Aber ich muss. Erzähl doch was. Eine schöne Geschichte, bitte. Petro schläft doch schon. Wir dürfen ihn nicht aufwecken. Kannst du ja leise erzählen. Eine schöne Geschichte. Außerdem schlafe ich ja gar nicht. Na, dann wird's aber höchste Zeit. Schon spät. Tut mir leid, Biggie. Heute fällt mir keiner ein. Oh. Jetzt schlaf schön. Gute Nacht. Was hat er denn? Wo geht er denn hin? Im Schlafschirm. Wir sind alle müde von der langen Fahrt. Gute Nacht. Nicht da? Papa ist gerade weggegangen. Luna. Luna, alles, was ich dir jetzt sagen möchte, klingt dumm, aber er wird schon wieder zu sich kommen. Hm? Après tout, ton mari! Qu'est-ce qu'il veut de ce type? J'ai une femme et des gosses! Je le sais, et je ne veux rien de lui. Il est gentil et agréable avec moi, mais peut-être tu ne peux pas comprendre ça. Non, et si tu n'es pas raisonnable, alors j'irai dire à moi-même à Sacha Doria ce que je pense! Non, je ne peux pas!
Sascha. Maria, was war denn los? Ich habe gesehen, wie ihr euch wieder gestritten habt. Ich habe Maurice gesagt, dass wir heute essen gehen wollen. Er ist weggerannt, weil er mit dir sprechen will. Mit mir? Ja, er war sehr böse und wird bestimmt große Skandal machen. Wo willst du ihn? Das muss ja nicht unbedingt der ganze Zirkus erfahren, was mit uns los ist. Nicht so laut, die Kinder schlafen. Das ist mir egal, ich will wissen, wo ist Sascha? Ich weiß nicht, er hat nicht gesagt, wohin geht. Ach, und was er macht mit meiner Frau, das weißt du auch nicht. Das hat er auch nicht gesagt. Na und? Ist das vielleicht Saschas Schuld? Wer macht solche Augen, wenn sie Sascha, hä? Maria. Und warum? Weil Maria ist für dich ein kleiner Hund. Wird behandelt wie Dreck, jeder weiß das. Du musst dich gar nicht wundern. Und das sagst du mir. Ausgerechnet du. Jetzt will ich dir was sagen. Wenn ich noch einmal sehe, Sascha und Maria zusammen, dann... Janus, bist du verrückt geworden? Wer hatte denn erlaubt, meine Frau anzufassen? Ich könnte dich fragen, wer hat dir erlaubt, meine Frau anzufassen? Das hört auf. Habt ihr verstanden? Sonst gibt es einen Glück. Ich habe nicht gedacht, dass 8 Jahre gut verheiratet sein bedeutet so wenig. Helga, wir brauchen was zu trinken. Doch Sie sind ja ein Prachtmädel. Ich wollte Sie gerade bitten, eine Flasche Champagner vom Hals zu holen. Wo bleibt ihr denn, Kinder? Oh, schön. Carlo, komm, es gibt was zu trinken. Ja. Ist das eine Furcht, eine Stimmung im Chapiteau? Ja. Fabelhaft. Fantastisch. Danke. Also, Prost, ersten Schluck hier auf Lilly, dass sie wieder gesund ist und dass sie arbeiten kann. Ja. Prost. 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 Marseille war immer eine gute Zirkusstadt. Prost. Ich kam mal mit Billy hierher, aus Paris, nach einer fürchterlichen Pleite. Hier sind wir wieder gesund geworden. Aber wie schön, dass die Tigernummer wieder läuft. Ja. Na du, die Bande war ganz schön verbockt am Anfang. Aber Aki hat sich gefreut, dass du wieder im Käfig warst. Ja, Aki schon. Und dann wurde Orlok eifersüchtig, dann war der Teufel los. Das wird noch ziemliche Arbeit kosten, naja. So, wir gehen den nächsten Schluck auf die Vorstellung und herzlichen Dank euch allen. Nina, Nico und auch allen, die jetzt nicht dabei sind. Herzlichen Dank. Prost. 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 Aber ist es nicht immer dasselbe? Man hat Angst vor der Premiere und der wird. Hallo, Zirkus Krone Direktion? Ein Gespräch aus der Schweiz. Hallo? Zirkus Krone? Oui. Comment? Ah, j'ai compris. Pour Monsieur Calodoria. Ah, ne quittez pas. Das ist Henrique oder Micha? Für Sie aus Solothurn. Ah, hier ist Carlo. Henrique, was gibt's denn? So können wir jetzt austreten, ja. Finale beginnen. Zusammen gehen wir. Raus! Was ist denn? Moment, großer Gott, seit wann denn? Hm? Was? Ach so, nein, das konntest du ja nicht. Wir waren doch unterwegs. Fieber. Hm? Oh. Moment mal. Vigo, geh mal rüber. Wolf Francis oder Rodolfo. Dem Tino geht's schlecht, aber sag's ihm vorsichtig. Hör mal zu. Wenn nur der leiseste Verdacht auf Kinderlähmung besteht, dann muss das Kind sofort ins Krankenhaus. Was sagt denn der Arzt? Was? Natürlich, die Schluckimpfung hat der Junge bekommen. Ja, vor einem Jahr ungefähr. Ich habe Vigo rübergeschickt. Francis kommt gleich, den kannst du dir alles erklären. Henrike, wir haben heute Premiere. Gleich ist das Finale. Moment. Henrike? Ach, Francis. Ja, keine gute Nachricht. Es fing gestern Abend mit Nackenschmerzen an. Er wollte nicht mehr spielen und dann konnte er den Kopf nicht mehr richtig bewegen. Erst leichtes Fieber und dann bis über 40. Ja, Dr. Welti kam sofort, er war vorhin auch wieder da. Francis, wir hoffen doch alle, dass es keine Kinderlähmung wird. Ja, er soll morgen früh sofort auf die Isolierstation gelegt werden. Ich bitte Sie, Henrike, sprechen Sie noch mal mit Dr. Welti. Ich würde am liebsten sofort kommen, aber ich... Frag mal, wo Micha ist. Micha ist noch in Zürich. Henrik ist ganz allein mit dem Kind. Aber bestimmt nehme ich morgen früh schon die erste Maschine nach Genf. Ich muss neues mit Kogler sprechen. Francis, Finale, bitte kommen. Ja? Henrike, ich rufe heute Nacht noch mal zurück. Ich muss jetzt raus zum Finale. Les Tiny Girls. Maria, Texas Bill et Jenny.
jetzt machen? Natürlich will ich versuchen, so schnell wie möglich nach Hause zu kommen. Kuschnick, was ist mit Nina? Nina, Helmut. Gloria, Teresa Storr. Lili Svoboda. Les Flying Dorian. Et Monsieur le Directeur Coglin. Ich war bei Knie in Rapperswil. Ich glaube, das klappt, Henrike. Die wollen mich als Inspektor im Tierpark anscheinend. Was ist denn los? Mischa, Tino ist krank. Er ist sehr krank. Wieso, was heißt das? Was hat er denn? Es kann Kinderlähmung sein. Ich habe vorhin mit Carlo und Francis gesprochen. Sie sind in Marseille. Francis will versuchen, morgen herzukommen. Also die Maschine in Marseille, Genf direkt, geht um 8.45 Uhr und dann sind sie um 9.40 Uhr in Genf. Da geht doch aber vorher noch ein Flug nach Zürich. Genf ist besser, Gara. Du bist schneller da. Nein, nein, Zürich geht später. 9.15 Uhr. Und dann müsste ich doch nach Genf fliegen und mir dort eventuell ein Leihwagen nehmen. Nein, Taxi, mit Leihwagen viel zu viel Zeit kaputt. Ich verstehe das ja alles, aber wie stellt ihr euch das vor? Ich habe doch noch keinen Ersatz für die Tonka-Nummer. Es handelt sich um 3 oder 4 Tage, also höchstens 4 Tage. Ja, aber gerade diese Tage sind doch entscheidend für das Geschäft. Ich habe heute Morgen mit ein paar Presseleuten gesprochen, die wollen Francis' Todessprung aus der Zirkuskuppel ganz groß ausstellen, mit Fotos in allen Zeitungen. Als Höhepunkt des Programms gewissermaßen. Da hat man schon mal eine Attraktion, hat man die Leute drauf scharf gemacht und... Benacht. Ja, wir haben die Passagen, die kann Rodolfo morgen wieder mitfliegen. An Vigo Salto Mortale. Aber wir haben nicht den Todessprung, Carlo. Und darauf wartet das Publikum. Carlo, Sie sind doch ein alter Artistenhase, Sie wissen doch Bescheid. Sie wissen, dass das ein hartes Brot ist. Als meine Mutter starb, konnte ich auch nicht zu ihr, obwohl ich nur 80 Kilometer von ihr weg war, in Ingolstadt. Aber wir hatten Sturm und einen Riss im Chapiteau und der Sturm hat das Pferdezelt weggerissen. Ich konnte nicht zu meiner Mutter. Ja, greife ich alles. Also, aber angenommen, Francis bleibt hier. Wer will die Verantwortung übernehmen, dass sie in dieser Verfassung mit der Belastung den Todessprung macht? Also ich habe mir in meinem Leben und auch meinen Kindern nichts erspart. Aber ob ich Francis morgen in die Kuppel steigen lasse, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, was wir da machen. Muss ich mir noch mal überlegen. 43, 6, 13. Non, 13. Oui, mademoiselle. En Suisse. Ici, Circus Krone. Et avec l'indication de la taxe. Merci, j'attendrai. Kurz vor 12. Henrike wird doch nicht schlafen. Sie wartet ja auf den Anruf. Hallo? Ja, Moment, Zirkus Krone, ich verbinde. Henrike? Ja, Mischa, Gott sei Dank, dass du auch da bist. Hör zu, ich fliege morgen früh hier los, bin kurz vor 10 in Genf und nehme dort ein Taxi oder Leihwagen. Da bin ich mittags bei euch. Na und die Vorstellung? Gibt Kogler dich denn frei? So. Nein, ich finde es nicht richtig, aber... Bitte? Nein, das Fieber ist etwas herunter. Ja. Bitte versuch dich nicht aufzuregen, Francis. Ich bin ja jetzt auch da und ich fahre ihn gleich morgen früh ins Krankenhaus. Das Bett ist schon reserviert. Ja, danke. Ja. Du kommst also morgen Mittag. Gut, Francis. Gute Nacht. Das war Francis. Ja und? Willkommen morgen Mittag. Das ist gut. Nein, das ist nicht gut. Ich habe dir das auch gesagt. Das können Sie vielleicht nicht verstehen, aber man lässt seine Truppe nicht im Stich. Auch nicht, wenn zu Hause ein schwerkrankes Kind liegt? Was? Ich habe gesagt, du sollst nicht fahren. Bleib hier, Francis. Hat Kogler das gesagt? Ich habe das gesagt. Vater, das kannst du nicht von mir verlangen. Komm, hör mal zu. Wir haben uns für diese Tournee mit der ganzen Nummer verkauft. Mit dem Todessprung. Da
Kuckuckler sind Geschäftsmann, noch dazu einer mit Herz. Das ist sehr selten. Wir betrügen ihn und unser Publikum, wenn wir das nicht einhalten, was wir ausgemacht haben und wofür wir unser Geld kriegen. Das ist ein Standpunkt. Eine Ehrensache. Ehre. Glaubst du, ich hätte hier auch nur eine einzige ruhige Minute? Wenn ich mir heute Abend beim Abgang ins Netz einen Wirbel angeknackst hätte, lege ich in Gips. Was wird dann mit dem Todessprung? Ja, stimmt, natürlich. Aber du liegst nicht in Gips. Du bist gesund, du kannst arbeiten. Ich verstehe das doch alles, verstehe das doch alles. Du bist die Mutter. Ich frage mich, kannst du denn im Augenblick dem Jungen wirklich helfen? Was meint ihr? Carlo, frag nicht mich, bitte. Ist doch meine Kind. Dona, Rigo. Francis soll fahren. Ich mache morgen Todessprung. Ich meine es ernst. Ich werde springen. Luna, du bist rührend, aber bei aller Liebe... Verrückt. Luna, mein Kind, Francis und Sascha haben an diesem Sprung ein halbes Jahr gearbeitet, bis er geglückt ist. Ich habe Passage auch übernommen, nur mit einer Probe und ist geglückt. Francis soll zu Tino fahren und ich werde springen. Du wirst dir den Hals brechen. Ja, und was dann? Sehe ich aus, als wollte ich mir den Hals brechen. Wo ist Sascha? Mit dem muss man jetzt darüber sprechen. Jetzt brauchten wir Sascha. Und der Herr ist natürlich nicht da. Voilà, Monsieur. Merci. Wollen wir gehen? Ja. Wirst du ihm denn nachher erzählen, wenn wir zurückkommen? Gar nicht. Maurice wird so viel getrunken haben, dass er nicht einmal merkt, dass ich komme. Und du? Ich weiß nicht. Sascha, je t'aime. Sascha, bitte komm her. Du schläfst noch nicht? Francis geht morgen früh nach Haus. Tino ist krank. Sie fürchten, es ist Kinderlähmung. Was? Vater und Kugler wollen, dass sie bleibt, wegen Todessprung. Ich habe gesagt, sie soll fahren. Ich werde springen. Du? Das ist doch Wahnsinn. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Warum nicht? Weil es nicht geht. Du kennst die Tempoeinteilung gar nicht. Der Flug ist zwischen Francis und mir genau berechnet. Die geringste Abweichung in der Armhaltung und du... Wir haben morgen ganze Vormittag Zeit zur Probe. Nein, das mache ich nicht. Auch nicht zur Probe. Du bist meine Frau, Luna. Und Francis ist deine Schwester. Wo ist der Unterschied? Unterschied? Luna, ich glaube, wir sind momentan beide nicht in der nervlichen Verfassung, dieses Risiko auf uns zu nehmen. Kein Risiko für mich. Ich ganz sicher. Sascha Doria. Einer der besten Fänger der Welt. Und seine Frau nicht fangen. Sascha, ich würde sogar Sprung ohne Netz machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du deine Frau lässt fallen. Los, Mädchen! Na, Biggi, sind dein Tische auch artig? Ja, Diego! Da spielt er schön, ja? Ja, ja. So, wo ist dein Carlo? Hm? Hey, Jakobsen! Och, Nina, spiel schön weiter, Kinder, gell? Ja? Nina, schön! Ja, wie geht das dann, mein Kind? Ja, komm, danke. Hör du! Wie schön! Wie geht das dann? Ja, danke, mir geht's gut. So,
gestern Abend eine wunderschöne Premiere gehabt. Ja, ja, ja. Aber die Franzis ist ja, ich habe schon alles gehört, ich komme gerade vom Co, Kleiner. Also. Hoffentlich kommt Dino gut durch, ich mag den Kleiner gerne nämlich zu gern. Ja, ja, ich auch. Die Franzis werden Mittag anrufen, wie steht's? So, wo ist denn Carlo? Ja, die sind alle drüben. In Chapiteau? Ja, in Chapiteau, Sascha und Lona probieren der Dottersprung. Oh. Aber kann niemand reingehen. Ja, die werden mich nachschmeißen. Ne? Also, wir sehen uns noch, gell? Wiedersehen. Wiedersehen. So, nun lass mich mal durch, Kamerade. Joko, lass mich mal durchgehen, ne? Nächstes Bild. Jakob, sind auch wieder mal da? Ja, ich habe euch ja was mitgebracht. Was denn, Schnecken? Auch aus Frankreich. BB. François. François. François? Noch nie gehört. Kenn ich nicht. So, nur pass auf. Im gleichen Tempo, wie Rodolfo sich jetzt einschwingt, schwinge ich nachher in der Probe. Du zählst mit. Eins. Zwei. Drei. Vier. Bei fünf nimmst du die Binde und zählst weiter bis acht. Und wenn du... Egal, Vigo, Carlo. Hallo. Na, ihr macht ja vielleicht Sache, hä? Das ist außerdem nur Sensation fürs Publikum. Für dich bedeutet das Konzentration und mehr Sicherheit. Wenn du abspringst, ruderst du nicht so mit den Armen. Und wenn du durch den Lichtkegel des Spots fällst, dann wirst du eben nicht geblendet. Und vor allen Dingen nicht abdrücken, sondern einfach fallen lassen. Mhm. Komm, mach mal eine Probe. Hm? Geh rüber. Dass du das zulässt. Also ich kann drauf verzichten. Mir wird schon schlecht, wenn Franzis springt. Lona hat drauf bestanden. Franzis ist nach Haus. Tino geht schlecht. Ja, ich weiß es. Deswegen muss ich Lona der Hals brechen? Was ist denn? Also der Orlok ist einfach ein bisschen zu dick. Der kriegt ab morgen weniger. Und guck mal, die Iris. Da geben wir Futterkalk. Und dann sorgt dafür, dass jetzt mal richtig sauber gemacht wird. Okay, machen wir. Na, Lini, du bist Orlok immer noch eifersüchtig. War heute besonders streng. Und das hat ihm gefallen. Jetzt ist er gut. Wie geht's da drin? Sascha und Lona trainieren. Ich weiß. Und wie sieht's aus? Ich bin gegangen. Also ich finde, Sascha oder Carlo müssten jetzt unbedingt ein Machtwort sprechen. Oder soll ich mal mit Kogler reden? Das muss er doch schließlich begreifen, dass ein Mensch nicht von heute Carlo auf morgen... Carlo hat doch mit Kogler gesprochen. Kogler will doch gar nicht, dass Lona springt. Also. Vigo, da ist noch was ich dich fragen wollte. Hm? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es mit Lona und Sascha in letzter Zeit nicht mehr so ganz stimmt. Oder irre ich mich da? Ja, natürlich nicht. Die Schwarzenpfeife ist doch schon von den Dächern. Es ist doch erst recht ein Grund, die Sache zu lassen, verdammt nochmal. Vielleicht denkt sich aber auch Lona, gerade jetzt will ich ihm beweisen, dass wir zusammengehören. Meinst du nicht? No. Das. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Los! Du warst zu früh! Zähl bis neun! Nochmal, los! Ich mach nochmal! Na, dann macht mal Alarm weiter. Ich bin nicht vergnügungssüchtig. Mein Nerven brauche ich für Kochler. Den will ich nämlich jetzt Estrellos verkaufen. So, fertig. Leider habe ich keinen Zucker mehr, aber du nimmst dir sowieso keinen, stimmt's? Was denn? Du hast keinen Zucker? Was sagen denn deine Pferde dazu? Lass dich bloß nicht auswirren. Kalif hat vorhin den letzten bekommen. Theresa besorgt gerade neuen, also mach dir keine Sorgen. Willst du was lesen? Ich habe neue Zeitungen da. Nee, ich will nichts lesen und ich will auch vom Zirkus nichts hören. Ich möchte mich nur mal mit dir unterhalten, stell dir vor. Du, was die Dorias da machen, findest du das richtig? Ich meine, ich kann natürlich verstehen, dass Franzis nach Hause gefahren ist, aber deswegen muss doch Lona nicht gleich. Ich sage, ich möchte vom Zirkus nichts hören.
Ja, natürlich. Aber das Wetter in Frankreich ist wirklich zauberhaft, findest du nicht? Willst du mich auf den Arm nehmen? Ich bin doch nicht verrückt. Aber was würdest du sagen, wenn ich dir jetzt erkläre, ich will nichts mehr von Pferden wissen? Und dann würde ich sagen, du bist verrückt geworden. Wieso? Na eben. Was? Ach so, du meinst... Verzeihung, ich möchte zwar nicht stören, aber... Sie stören überhaupt nicht, Jakobsen. Sofern Sie nicht vom Zirkus reden. Kaffee? Warum? Was ist denn passiert? Herr Direktor Kogler hat den absoluten Wunsch, sich zu entspannen. Und das setzt voraus, dass niemand vom Zirkus redet. Was? Hallo, Jakobsen. Was gibt's? Ja, ich denke, ich soll nicht vom Zirkus sprechen. Kleiner Scherz von Gloria. Kommen Sie. Schießen Sie los. Ich habe Ihnen also die Estrellos mitgebracht. Die kennen Sie übrigens nachher angucken. Und die François auch. Aber jetzt noch was anderes, Herr Kogler. Musste es sein, dass die Lona den Todessprung macht? Ich weiß, dass Sie trainieren, aber was dabei herauskommt, weiß ich nicht. Absetzen kann ich die Sache doch immer noch. Na, Carlo, hat's geklappt? 5:1. Was soll das heißen? 5-mal abgeschmiert und 1-mal gelungen. Ah. Und wollt ihr es trotzdem riskieren? Lona glaubt, sie schafft's. Wird schon schief gehen. Was, Lona? Na, Direttore, noch keine Anrufe von Francis, niente. Na, ist auch nicht möglich. Ist 12 Uhr, die ist ja kaum angekommen. Wir wollen uns eine neue Nummer ansehen, Carlo. Habt ihr Lust, noch mal mit reinzukommen? Herr Direktor, dafür ist jetzt bei uns also nicht die richtige Stimmung. Ne? Also gut, bis dann. Also wissen Sie, Fräulein Herr, das mit meiner Kohlen, das stimmt nicht. Sehen Sie mal, alles steigt, wa? Die Preise steigen. Nur meine Jage, die steigt nicht. Das müssen Sie dem Kohler mal klar machen. Ja, das sagen Sie ihm doch am besten selber. Darüber reden wir dann auch nicht. So. Können wir anfangen? Herr Direktor. Also, los bitte. Hopp. Die Nummer können wir brauchen, was? Mhm. Ja. Gut. Ich möchte beinahe sagen, sehr gut. Schlecht ist nur der Preis. Ja, natürlich sind sie nicht billig. Eine Gutnummer ist nie billig. 450 pro Tag, das ist eine Menge Geld. Was kostet denn diese Françoise? 200 Mark. Françoise? Merci, merci, ist gut. Darf ich vorstellen? Herr Direktor Kogler, François. Enchanté, mademoiselle. Monsieur Jakobsen. Sie können ohne weiteres Deutsch mit mir reden, Herr Direktor. Wieso denn nicht? François ist ja nur Ihr Künstler. Ihr Karriere hat sie in Paris gemacht. Aber stammt uns aus Berlin, Moabit. Moabit. Und das ist Ihre Partnerin? Soll ich sie mal zeigen? Den die Hike Furore gemacht in Paris. Die Schlange ist einmalig, sag ich Ihnen. Ja, sehr gut. Das glaube ich Ihnen unbedingt. Packen Sie mich mal wieder ein, ja? Wir sprechen uns dann später. Ja, komm, Uschi. Na bitte? Ja, ist gut. Ich hole Sie dann. Ich rufe Sie dann, nicht? Bis nachher. Ich glaube, wir nehmen doch lieber die Estrellos, was? Für 450 Mark, ne? Jakobsen, Sie wissen, dass ich nur eine Nummer dazu engagieren kann. Und ich weiß, dass Sie an den Estrellos mehr verdienen als an dieser sogenannten Françoise. Die haben Sie mir doch nur als Alternative angeboten, damit ich mich schneller für die Estrellos entscheiden kann. Schießen der Chef, Herr Kogler. Ne? Wieso meine, ne? Die Estrellos kostet 450 Mark. Das habe ich Ihnen gleich gesagt. 450? Ja. Pro Tag. Natürlich pro Tag. Sie haben mein Herz. Uschi! Uschi!
Mensch, Mädel, was machst du denn hier? Ja, du bist doch die Uschi Kalinke, wa? Wie und? Na, kennst du mich denn nicht? Ich, Bruno Schulz aus Neukölln. Mensch, Bruno, was machst du denn hier? Ich bin die Korrel-Nummer. Und du, strippst du immer noch mit der Schlange? Nö, das war mal. Jetzt bin ich seriös. Ich weiß, war allein meine Schuld. Ich habe mich nicht fahren lassen. Ich habe Schwung genommen bei Absprung. Vor allen Dingen musst du die Bandagen breiter wickeln. Dann habe ich sie auch viel besser im Griff. Und wenn du sie nicht erwischt, dann musst du ihr noch einen kleinen Schubs geben, damit sie nicht im Netz so hart aufschlägt. Dafür muss sie nahe genug an mich rankommen. Die letzten beiden Male war sie noch viel zu weit weg. Heute Abend wird anders sein. Ja, wenn du mich fragst, dann sollten wir das Ganze abblasen. Das ist ein Irrsinn. Was will denn Kogler machen, wenn wir den Todessprung einfach auslassen? Der Dreifache von Vico ist doch völlig genug. Wo kriegen dann die Leute sowas zu sehen? Sascha, Carlo! Dino ist im Krankenhaus, aber über Krise ist er weg. Ist das Fieber runter? Nicht ganz, aber vielleicht etwas. Und was hat er nun? Ich meine, was für eine Krankheit? Nicht Polio, nicht Polio. Vielleicht eine andere Virus, aber Madonna, bin ich froh. Na bitte, nun wird sich nur rausstellen, dass Franzis völlig umsonst hingeflogen ist. Jetzt hör auf damit, genug von dem Thema. Und grüßen soll ich alle. Und du, Lona, Franzis wird an dich denken heute Abend. Sie drückt dir beide Daumen. Ich weiß, danke, Rudolf. Jetzt schlafen. Ruht euch aus, damit ihr heute Abend frisch seid. Willst du nicht mit uns essen? Nein, bin mit Jakobsen verabredet. Du ziehst dich um. Mhm. Du gehst weg. Mhm. Willst du nicht mit Kindern essen? Nein. Danke, es geht ihm viel besser. Vor allem, er kann den Kopf wieder bewegen und atmet auch freier. Liegt er noch auf der Isolierstation? Ja, ich habe nur hinter der Glasbahn sehen dürfen. Für mich? Nein, da sind Spielsachen für Tino drin, wenn er wieder zu Hause ist. Ich habe in der Stadt die ganzen Läden geplündert. Können Sie ihm nachher in seinem Zimmer aufbauen. Was macht denn? Sagt Frankfurt. Willst du gleich Rodolfo anrufen? Habe ich schon, gleich von der Klinik aus. Henrike packt natürlich alles aus. Wie kommst du eigentlich aus mit dir? Sorgt sie gut für dich? Sorgen? Für mich? Für mich braucht niemand zu sorgen. Warum bin ich denn schon da? Aber weißt du, es ist ziemlich schwer, mit ihr Kontakt zu bekommen. Was ist sie eigentlich für eine Frau? Ich weiß es auch nicht. Als Vater sie damals herbrachte, Jakobsen hatte wohl dabei die Hand mit dem Spiel. Zuerst haben wir alle ein bisschen komisch geguckt und überlegt, ob Carlo vielleicht in stiller Anbetung... Ist Carlo? Das ist doch Quatsch. Ja, natürlich. Wir haben Vater gefragt, was mit Henrike los ist, weil sie oft so depressiv ist. Aber er hat immer nur gesagt, wir sollen sie in Ruhe lassen. Ist sie nicht gut? Henrike! Bitte entschuldigen Sie, ich kann nicht, ich bin nicht, es... Oh! Henrike, soll ich den Arzt verständigen? Henrike, wollen Sie sich hinlegen? Oh, hübsch. Sascha, glaubst du mir den?
Ich werde es ihr sagen, so wie Francis wieder da ist. Wem willst du was sagen? Ich werde Lona sagen, dass wir uns trennen müssen. Und was wird mit der Truppe? Was wird dein Vater sagen? Du, das ist mir jetzt völlig egal. Ich habe ein Recht darauf, mein eigenes Leben zu leben. Schließlich gibt es ja noch mehr Artisten. Sie werden einen Ersatz für mich finden. Und was wird dann? Wir werden irgendwo hingehen und ein völlig neues Leben anfangen. Das sagt man so. Ein neues Leben anfangen. Wie oft habe ich gesagt, ich gehe weg von Maurice? Aber Maria, das ist doch jetzt völlig anders. Jetzt hast du mich. Wenn ich dir helfe, wirst du es schon schaffen. Und was ist mit Lona und die Kinder? Kannst du die vergessen? Allez-y, profitez, Monsieur. Un voyage au Château d'If. Et nice boat. Nein, nein, vielen Dank. Château d'If, wollen Sie mitfahren? Ich habe ein schönes Boot. Waren Sie schon einmal da? Ich fahre Sie in ganz billig für Sie. Allez-y, allez-y, venez. Sans aucun supplément, hein, le grand bateau, tout est compris. Venez, allez-y, montez. Na, hab ich zu viel versprochen? Ist das ein schönes Reis? Ja, ja, schon gut. So schön Wetter. Zehn Jahre hat er hier gesessen. Wer? Der Graf von Monte Cristo. Nie was von gehört? War aber mein Lieblingsbuch. Wovon werden wir leben? Ein Fänger ohne Flieger. Oder willst du saubern lernen, wie Maurice? Nein, natürlich nicht. Ich würde mir schon irgendwas ausdenken. Wenn man will, geht alles. Weißt du, gestern habe ich einen großen Fehler gemacht. Fehler? Ich habe gesagt, dass ich dich liebe. Aber du liebst mich doch. Ich weiß nicht. Maurice ist dummer, grober Mann und wenn böse ist... Aber Maria, wir kennen uns doch nicht erst seit gestern. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du Maurice liebst. Ich habe doch gesehen, wie er dich behandelt. Daran wird sich nie was ändern. Du musst weg von ihm. Vielleicht. Aber nicht mit dir. Soll das heißen, dass alles nur Theater war? Theater? Ja, vielleicht, man kann sagen. Ich war unglücklich. Da habe ich dich gesehen und du hast mir gefallen. Und dann kam Flirt. Hat mir Spaß gemacht, wie du mich angeschaut hast. Na, fabelhaft. Es hat dir also Spaß gemacht. Ist das alles? Ja, Sascha. Du hast mich falsch verstanden. Aber Maria, das ist doch alles nicht wahr. Ich weiß doch, was mit uns los ist. Wir gehören zusammen. Ich bin doch kein Idiot. Ja, ich glaube, du hast recht. Du bist kleiner Idiot. Ein ganz kleiner, aber sehr lieber Idiot. Fisch.
Wo ist der Fisch? Wo ist der Fisch? Wo ist der Fisch? Wo ist der Fisch? Komm, wo ist der Fisch? Ah, voilà, da ist der Fisch. Bandagenblatt genug? Ja, gut. Darf ich? Mesdames et messieurs, une attraction de la Tchécoslovaquie. Vous allez voir les Kenskis. Komm, 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 komm. Lona, Sascha! Willst du die Mäntel? Guten Nacht. Und in 5 Minuten geht Pedro in sein Bett. Ich habe gesagt 5.
Herr Kugler, die Doria, Sie wollten sie sich doch ansehen. Ja, ist gut. Kommen Sie, Jakobsen, das hat noch Zeit. Wir müssen uns Lona ansehen. Oh. Vollkommen mit Nerven, oder was? Ja, es hat nicht jeder so Nerven wie Sie. Vous allez voir la sensation unique de Lona Doria. Voilà. Thank you.